pas sur les arbres, on voit pas grand. Ouais, non, non. Le pèlerin. Oh, voilà. Génial, là, hein. Opa. Wow. Die Bergfinken kommen alle aus dem hohen Norden, also aus Schweden, aus Finnland, aus Russland. Die sind zum Teil 3-4'000 Kilometer geflogen, um hier überwintern. Also im Jura haben wir sehr viele Buchenwälder. Und das ist sehr wichtig für die Bergfinken. Sie fressen auch mit Früchten der Buchen, die Buchnüsse, die es jetzt überall in grosser Zahl hier am Waldboden hat. Wenn es keinen Schnee gibt, wo die Buchnüsse alle abdeckt, dann können sie bis im März hier bleiben. Sollte es intensiven Schneefall geben, dann verlieren sie die Gegend schon viel früher. Es muss sehr viele Buchnüsse haben. Es darf kein Schnee liegen. Und drittens muss es auch weiter im Norden unterwegs schlechtere Bedingungen haben, als sonst wären sie im Norden geblieben. Und nur wenn all die drei Bedingungen zusammen stimmen, dann kommt es zu einem so spektakulären Massenschlafplatz, wenn wir ihn jetzt hier haben.